Hat Humor Grenzen? Ich weiß nicht. Wobei, man könnte sagen, so Witze über Behinderungen. Zum Beispiel Witze über Rollstuhlfahrer, finde ich, sind ein No-Go. Mitten in dem leise drehenden Kreise menschlicher Schmetterlinge war die dumme Schwedin verblieben, wie es ihr befohlen worden war, und die herabhängenden Straußeneier und Toddeln an den Lampen streiften ihr Haar. Sie wusste nicht, wie groß und schön sie dastand in ihrem armen Arbeitskleid. Sie dachte nicht einmal daran. Sie empfand keine frohe Dankbarkeit gegen Gott, dass er ihre Züge so hell und offen geschaffen und dass ihr Haar so weich war wie die Seide, aus der die Weiher zu dem Brusser den Geldbeutel des Sultans knüpften. Es fiel ihr nicht ein, dass die Erde lieblich sei und dass selbst der Jubel der Sinnlichkeit Jubel der Unschuld sein könne. Ihr war bei der Geburt nicht der Geist des Tanzes eingehaucht worden. Sie konnte nicht unbewusst im Tanze die Arme erheben, wie eine begeisterte Priesterin. Sie konnte kaum die Lippen, viel weniger mit den Gliedern Lob singen. Gott hatte sie nicht mit einem solchen Kleinod als Patengeschenk begnadet. Sie begriff, dass alle diese Töchter Tscherkessiens und von Lesbos wie sie in der Hütte geboren und wie einfältig sie waren. Dass sie aber eine Kenntnis besaßen, die ihr fremd geblieben war, die Kenntnis und das Geheimnis des Tanzes. Stumpfsinnig blickte sie auf den Teppich hinunter, aber sie fühlte, dass die Oberhofmeisterin die ganze Zeit über ihre viereckige Brille ungeduldig und unzufrieden nach ihr schaute. Lange versuchte sie zu tun, als ob sie es nicht merkte. Dann aber fuhr sie plötzlich auf und erinnerte sich des Befehls, nachzuahmen, den Narren beim Spiel zu machen. In den Hüften, sich ein wenig wiegend, tat sie einige Schritte, sogleich hörte sie aber ringsum im Saal ein Zischen und Tuscheln, als hätte ein Windstoß dürres Winterlaub von der Tür her über den Steinboden gejagt. Als sie aufblickte, merkte sie, dass es die Zuschauer waren, die flüsternd und mit der Hand vor dem Mund leise über ihre Ungeschicklichkeit lachten. Es war ihr gelungen, die Oberhofmeisterin zufriedenzustellen, aber Scham und Ärger schlugen sie wieder mit Starrheit. Der Geruch der Lampen, der Duft der Blumen stiegen ihr zu Kopf. Als der Tanz endlich aufhörte und sie den Korb zu dem vornehmsten Papageien trug, der elend und zusammengekauert auf seiner Stange saß und blinzelte, sah sie kaum mehr den Teppich vor sich. Ihre Hände begannen zitternd umherzutasten und eben, als sie auf die Knie fallen, ihr Opfer darreichte, glitt der Korb auf dem langen Perlmuttertisch aus, die Rosenstaude fiel zu Boden. Da kroch ein ganzer Schwarm Skorpione über den Rand des Korbes. Und aus der Erde, die auf dem Boden lag, erhob sich eine Schlange mit plattem, breitem Kopf. Eine Weile wiegte sie hin und her, als sei auch sie vom Geist des Tanzes besessen. Dann aber zog sie sich mit einem schnellen, wellenartigen Ruck zusammen und schnellte ihren aufgesperrten, zischenden Rachen gegen den Papagei. Der erschreckte Vogel schlug laut mit den Flügeln und flatterte gegen das Silbernetz des Käfigs, um zu seiner Wärterin zu kommen und Schutz zu finden. Durch den ganzen grabähnlich schweigsamen Kiosk, wo die Lacher verstummt waren, wo verlorene Federkrönchen über den Teppich herumgestreut lagen, rief er schreiend das einsame Wort, das sie ihm gelehrt hatte, am eifrigsten gelehrt hatte. »Andersson! Andersson! Andersson!« »Du sagtest was«, murmelte die dumme Schwedin. Sie war vom Boden aufgestanden und im Traume sah sie den Augenblick, da in der kühlen Dämmerung der abgedankte Messias die Schlange und die Skorpione unter die Wurzeln der Rosenstaude in den Korb versteckte. Aber sie wusste nicht mehr, dass erschrockene Zuschauer rings um sie waren, zusammengekauert auf Kissen und Divanen längs den Wänden des Saals. Vorsichtig fasste sie den Korb und trug ihn zum offenen Feuer. Die Schlange wandte den Kopf nach ihr und züngelte in der Luft. Höher und höher hob sie den Korb, um Kraft zu bekommen. Dann warf sie ihn unter das Lorbeergebüsch, aber als sie die Hand zurückzog, hatte die Schlange sich um ihren Arm geschlungen. Sie biss sie am Handgelenk, sodass das Blut tropfte von ihrem Biss und ließ von ihrem Biss erst ab, als die Schwedin
die gegen den Fußboden drückte, um mit ihrem großen Fuße den Kopf zu zertreten. Sie ging 2, 3 Schritte nach der Seite und blieb dann mit Rücken gegen die Wand stehen. Jetzt erst begann es wieder zu flüstern und zu sprechen um sie her, aber die stolze, weißhaarige Sultanin, die vor dem Tore des Serais Janitscharen hatte Weise zerstückeln lassen, Wesire zerstückeln sehen, und die manche Ware die schleichenden Schritte der Stummen auf den Muschelschalen der Gartengänge gehört hatte, sie trat hervor und untersuchte lange und kundig den blutenden Arm. »Mein teures Kind«, sagte sie leise und umarmte die sterbende schwedische Sklavin. »Du hast mit deinem Leben meinen Lieblingsvogel gerettet, aber du hast uns auch allen ein tiefes Rätsel ergründen gegeben. Wir haben wohl deine Pflichten, deine langweilige tägliche Arbeit mit ihren ständigen Einerlei, die dir so lieb werden konnte, dass alles das, wonach wir streben, dich Narrheit und Spielerei dünkt. Man hat mit Fingern auf dich gezeigt, weil du die Geheimnisse des Tanzes nicht verstanden hast. Ach, mein Kind!« Sie sind leichter zu lernen, als deine Rätsel zu deuten sind. Preisen wollte ich den Gott meiner Väter, wenn er einmal mit solchen Müttern unsere Söhne erziehen ließ. Als dann die Lampen ausgelöscht waren und die Nacht brauste, saß das Licht des Abendsterns wach auf ihrem Schlafteppich. Gibt es denn wirklich etwas auf der Welt, das mehr ist als Schale und Schmucksachen? Warum hat mir das niemand vorher gesagt? »Du würdest die tote Sklavin nicht so schmerzlich vermissen«, flüsterten einige ihrer Freundinnen, »wenn du sie nicht gern gehabt hättest und ihr doch wehe getan hättest. Für so etwas gibt's keine Abhilfe. Du würdest nicht so um sie trauern«, flüsterten sie die nächste Nacht, »wenn du vorher einen Mann geliebt hättest. Nun blieb ihr dein ganzes Herz. Ihr seid so heißblütig, ihr Tscherkessinnen.« Aber die Sultanin sagte, »Du hast dunkle Ringe unter den Augen und ich rate dir anzufangen, deine Lippen zu färben, denn wenn der Parapadischa dich zu sehen bekommt, so wie du jetzt aussiehst, könntest du lange auf deinen Kiosk, bespannt mit rotem Damast, warten müssen.« Das Licht des Abendsterns starb und am Abhang oberhalb des Klosters der tanzenden Derwische bei Skutari wurde sie unter derselben Akazie wie das schwedische Weib begraben. Die Derwische pflanzten Hyazinthen um den Baum und pflegten ihn lange und nannten den Platz das Grab der beiden Schwestern. »Da liegen 2 Prinzessinnen«, erzählten sie, »die vor langen Jahren lebten. Die Ältere, meinte Gott, wohne in guten Taten, die Jüngere, er wohnte im Tanz. Aber sie wurden Schwestern genannt, weil sie beide danach strebten, ihm zu dienen. Wenn die kleinen Handtrommeln Holzflöten an stillen Abenden im Kloster ertönten, klang es, als belustige sich eine Schar Kinder mit ihren Spielzeuggeigen aus dem Bazar, aber durch das Tor zogen und dann und wann die frommen Derwische in ihren weißen Gewändern, barfuß oder in Strümpfen, und bewegten sich so lautlos, dass sie auf das Rauschen der Akazie lauschen konnten, während sie tanzten. Bänder mit E. Bänder. Die gelichtete Schar, die dem König über die Steppe hin nach dem Lande des Sultans gefolgt war, hatte ihr Lager bei Bender in einem herrlichen Flusstal aufgeschlagen. Mancher Offizier hauste auf seiner Karre weiter wie ein sorgloser Zigeuner, aber für den Winter ließ der König Hütten und Erdhöhlen errichten, und von dem Sultan erhielt er täglich genügend Geld und Lebensmittel zum Geschenk. Es ging lustig zu in dem Lager, wo Trompeten und Trommeln zu den Mahlzeiten und Gottesdiensten riefen. Der Pascha und seine Janitscharen wetteiferten, dem besiegten Kempten zu huldigen, der niemals Wein versuchte, der es verschmähte, in der Stadt zu wohnen und dessen Diener nie heiraten durften. Wenn die Landleute und ihre Frauen die blauen Reiter zwischen den Weinbergen dahersprengen sahen, eilten sie ihnen zu begegnen, und Geldstücke aus Gold und Silber regneten in ihre Schürzen und Körbe. Endlich wurde es jedoch dem Sultan leid, die Beutel der verschwenderischen Gäste mit Geld und ihre Krippen mit Heu zu füllen. Dukaten wurden wieder seltene Schaubrote, und sogar die türkische Ehrenwache, die am Lager aufgestellt gewesen war, zog ab. Der König trat erst aus dem Zelt heraus, als das überschwemmte Flusswasser ihm schon bis zur halben Höhe des Stiefelschafts gereichte. Er fasste Oberst Grothusen am Arm.
Wir haben ihnen gesagt, dass wir nicht ins Christenland zurückziehen und wenn wir nicht ein Gefolge von 50.000 Türken mit erhalten, und dabei soll es bleiben. Gerade weil man uns jetzt das Geld verweigert, werden wir zaubern. Die Hofhaltung soll dreimal prächtiger als jetzt eingerichtet werden. Und außer der Königs- und Hofmarschallstafel soll täglich ein reichlicher Tisch für Freunde gedeckt werden.